Ja, ich denke, ich werde anfangen. Ein paar Worte sage ich ohnehin zur Einladung. Ich bin die Renate Amesbauer und ich habe Ihnen den Link geschickt, einmal, zweimal, vielleicht sogar manchmal dreimal. Ich möchte Sie heute ganz herzlich hier begrüßen. Ich sehe da kleine Bildchen um ein großes Bild rundherum und ich weiß, da sind noch viele mehr. Wir sind ungefähr 50 Personen. Wir haben einige von uns, jeder kennt jemanden von unserer Gruppe, haben einen Arbeitskreis gegründet, aus der großen Sehnsucht heraus, dass wir uns alle, und ich glaube, das sind jeder Mensch, sehnt sich nach einer Welt, in der Friede ist, in der man in friedlicher Art und Weise miteinander umgeht, in respektvoller Art und Weise miteinander umgeht, dem anderen zeigt, ich respektiere dich. Vielleicht bin ich nicht in allen Dingen mit dir einer Meinung, mehr oder weniger. Und eine Welt, wo wir auch immer sagen, wo man hinreisen kann und nicht Sorge haben muss oder als Mütter und Großmütter nicht Sorge haben muss, wenn Kinder oder Enkelkinder in ein anderes Land, in eine andere Kultur reisen. Ich glaube, diese Sehnsucht ist eine Ursehnsucht in allen Menschen. Und vor einiger Zeit hat sich das ergeben, dass wir zusammengekommen sind. Angefangen hat es mit Frau Dr. Helga Kirschbaum. Und dann haben wir eine Initiative gegründet, die heißt Dialog, Empathie und Aktion, Beiträge zu einer Friedenskultur. Und an dieser Initiative sind vier Organisationen beteiligt. Das eine ist Pax Romana mit Frau Dr. Helga Kirschbaum und im Hintergrund und nicht ganz die Frau Magister Annemarie Weinzettl. Die zweite Initiative ist die Gesprächskultur und gewaltfreie Kommunikation, vertreten durch Frau Kerstin Kloser-Pitscher und Frau Deborah Bellamy. Und die nächste Organisation ist die Frauenföderation für Weltfrieden in Österreich, Österreichische Frauenföderation für Weltfrieden. Da wird Frau Dr. Maria Riehl sprechen heute und ich gehöre auch zu dieser Organisation und einige im Hintergrund. So, wir möchten Sie ganz herzlich begrüßen und dazu möchte ich sagen, es haben sich ungefähr 50 Damen angemeldet. Und auch die sind aus verschiedenen Ländern, aus Deutschland sind Freundinnen zu uns gekommen, aus der Schweiz hat sich jemand angemeldet, aus der Ukraine. Ich bin sehr beeindruckt. Wir haben gesagt, dieses Mal bleiben wir bei der deutschen Sprache, weil das hätte ich recherchieren können. Wie viele Menschen auf der Welt sprechen Deutsch, nicht nur Englisch oder Französisch oder Spanisch, dass wir auch in diesem Sprachraum uns gut etablieren können. Und dass wir denen eine Freude machen, die eben für die Deutsch die vielleicht einzige oder die beste Sprache ist, mit der sie kommunizieren können. So, ich möchte auch alle diese Damen ganz herzlich begrüßen und bin sehr beeindruckt über ihre Anmeldungen. Und ich weiß, da ist viel Potenzial auch noch im Hintergrund, weil viele von ihnen sind persönlich engagiert oder auch Vertreterinnen einer NGO, einer Initiative oder Organisation. Dies ist der erste Abend. Wir haben gesagt, dieses Thema kann man viel und vielschichtig und langfristig bearbeiten. Für den heutigen Abend haben wir vier Teile. Und da möchte ich jetzt am Anfang als erste Sprecherin Frau Dr. Helga Kerschbaum. Frau Dr. Helga Kerschbaum ist von Pax Romana. Frau Dr. Helga Kerschbaum ist auch die Präsidentin, die Chairperson für das UN-Komitee für den Frieden an der UNO, ein NGO-Komitee. Sie ist in Wien geboren, sie ist Juristin, sehr praktischer Beruf. Sie war Richterin in Wien. Sie hat aber auch in Paris gelebt und auch in Kapstadt, Südafrika. Ich fasse nur einige Punkte heraus, weil jeder von uns also auch Frau Dr. Kerschbaum hat sehr viel gemacht schon in ihrem Leben. In Kapstadt hat sie sich beschäftigt, besonders auch mit der afrikanischen Spiritualität und Ethik. Und sie hat auch eine Ausbildung als Lehrerin für Zen und christliche Kontemplation gemacht. Eines der Interessensgebiete ist die Suche nach den grundlegenden Gemeinsamen der Religionen. Und sie hat ein Buch herausgegeben, vielleicht mehrere, aber das eine ist uns bekannt, Kultur des Wohlwollens, 2004 im Via Nova Verlag erschienen. Und Aufsätze geschrieben zu verschiedenen Themen. Liebe Helga Kerschbaum, du wirst jetzt sprechen über die Grundpfeiler für eine Kultur des Wohlwollens. Ich bitte dich um deine Worte. Die Bühne gehört dir.
Danke, liebe Renate, auch für diese sehr freundliche Einführung. Ich freue mich, dass ich dieses Programm eröffnen darf und möchte Ihnen die Kultur des Wohlwollens ein bisschen vorstellen. Weil ich glaube oder vielleicht sogar überzeugt bin davon, dass sie gerade jetzt von Wichtigkeit ist. Die Kultur des Wohlwollens hat drei Grundpfeiler. Und der erste davon lautet, durch dein, mein und unser Handeln soll die Welt erblühen. Vorausschicken möchte ich, dass das Buch Kultur des Wohlwollens 2004 erschienen ist, also vor rund 15 Jahren. Und damals war noch wenig von Klimawandel und gar noch nicht von sauberer Luft zu hören. Und die Thematik, also Papst Franziskus hat sein Laudato Si noch nicht geschrieben gehabt. Also kurz und gut, der Gedanke, dass die Welt erblühen soll, dass man mit der Umwelt in ein gutes Verhältnis treten soll. Dieser Gedanke war damals noch ziemlich neu, aber die Menschheit oder wir alle haben uns sehr in diese Richtung entwickelt. Und heute ist also es irgendwie schon fast selbstverständlich, dass wir uns um die Umwelt kümmern, dass wir uns um das Klima kümmern und sorgsam mit Ressourcen umgehen. Das zweite Prinzip ist das Prinzip Anima Magna, alle sollen wohl bestehen können. Das war auch vor 15 Jahren ein großes Thema, ein neues Thema, weil damals waren die Gedanken der Gerechtigkeit und der Gleichheit im Vordergrund. Das Wohlbestehen war irgendwie so ein persönlicher Luxus vielleicht. Aber auch da hat sich die Gesellschaft entwickelt in diese Richtung. Und ein Satz, der das zum Ausdruck bringt, ist wahrscheinlich der, wir wollen niemanden zurücklassen. Alle sollen mitkommen, alle sind eingeschlossen. Und ich denke, das ist alles ein Schritt in diese Richtung. Alle sollen wohlbestehen können. Also auch da in den letzten 15 Jahren ein großer Fortschritt. Das dritte Prinzip, der dritte Pfeiler, wenn man so will, der Anima Magna Kultur, Kultur des Wohlwollens, heißt, es ist gut, dass du da bist und weil du da bist, wollen wir gut miteinander umgehen. Und da, glaube ich, hat sich leider ein bisschen ein Rückschritt ereignet in den letzten 15 Jahren. Wir gehen im Moment, wenn ich da die öffentlichen Diskussionen höre in Politik und überhaupt im öffentlichen Diskurs, dann glaube ich, gehen wir jetzt nicht so gut miteinander um wie vor 15 Jahren. Und daher ist es gerade jetzt besonders wichtig, dass wir uns auf diesen Satz besinnen. Wir wollen gut miteinander umgehen. Denn die Kultur des Wohlwollens hat ja als Hintergedanke, man kann auf dieser Welt wunderbar leben. Warum richten wir es uns nicht wunderbar ein? Es ist ja kein Grund vorhanden, dass wir schlecht miteinander umgehen, dass wir irgendjemanden zurücklassen oder dass wir uns nicht um unsere Ressourcen kümmern, damit unsere Kinder auch noch was davon haben. Also das heißt, wir können uns gut in dieser Welt einrichten und die Frage der Kultur des Wohlwollens ist, wollen wir das auch? Und ich bin der Meinung, wir sollten uns das mal so überlegen, dass wir wirklich uns gut einrichten wollen in dieser Welt und gut miteinander umgehen wollen. Das hat für unsere Umwelt und für unsere Mitmenschen Vorteile, aber es hat auch für uns selber Vorteile. Und zwar möchte ich da etwas aus dem Buddhismus zitieren. Das Wohlwollen, die Lebenseinstellung zum Wohle aller, ist verbunden mit zwei der buddhistischen Tugenden, die zu erreichen das Ziel des Shaolin ist. Liebevolle Güte oder Wohlwollen und Mitgefühl. Und diese Eigenschaften kann man in einer modernen Sprache vielleicht auch mit Empathie übersetzen. Und das führt uns dann direkt zum heutigen Thema. Zu diesen vier Themen, die vier Tugenden, gehört dann noch Gelassenheit und Lebensfreude. Auch zwei schöne Tugenden. Und weil das so für den Menschen, der das ausübt, selbstgünstige Tugenden sind, heißen sie die vier himmlischen Verweilzustände. Also ich wünsche allen einen schönen Abend.
mit einem himmlischen Verweilzustand des Wohlwollens. Danke. Ganz herzlichen Dank, liebe Helga Kerschbaum. Das ist immer wunderbare Worte. Ich horche dir immer sehr gerne zu. Ich möchte wirklich ganz von Herzen danken, weil ich glaube, dass durch jede Sprecherin am heutigen Abend sehr verschiedene Aspekte, die alle zum gleichen Ziel führen, angesprochen worden sind. Von der einfachen Begegnung unter einzelnen Menschen bis zu dem hin, dass wir auch die Wunden als Nationen, als Religionen, als Kulturen, ethnische Gruppen, wenn wir an verschiedene Konflikte denken, wo sich das überall abspielt, dass wir auch da einen Weg oder Ideen, Anregungen bekommen haben. Wir werden euch ein Bild zeigen, wo alle Kontakte angegeben sind, damit ihr mit jeweils der Person, mit der ihr gerne noch länger sprechen wollt, einen E-Mail-Austausch haben könnt. Auf diesem Bild, das uns der Toni zeigen wird, wird auch eine Adresse sein, wo ihr euch anmelden könnt, wenn euch ein Seminar in Bezug auf Gesprächskultur von Deborah und Kerstin interessiert. Dann könnt ihr euch dort bei Ihnen melden oder bei der Frau Dr. Kerschbaum, wenn euch das Buch interessiert, oder bei uns als Frauenföderation. Ich möchte euch gerne in die Vorweihnachtszeit auch schicken. Ich bin der Maja sehr dankbar, dass sie das angesprochen hat, dass, glaube ich, gerade diese Zeit auch eine Zeit ist, dass wir auf unsere Wurzeln kommen, dass wir überlegen, wo kriegen wir die Kraft her, jedem Menschen seinen Wert zu geben, jedem Menschen mit diesem Respekt zu begegnen. Und auch ich habe mich so gefreut zu sehen, von Frau Dr. Kerschbaum das zu lernen. Sie hat sich auch mit Spiritualität beschäftigt und das, was uns verbindet, unabhängig davon, in welcher Kultur wir groß geworden sind. Kulturen sind eine Schule, Religionen sind eine Schule, aber wenn man genauer hinsieht, sind so die wesentlichen Dinge uns allen gemeinsam. Und das Herz des Menschen füreinander, habe ich auch immer das Gefühl, dann steht Gott gleich neben uns, weil auch er liebt jeden seiner Kinder. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für eure Geduld, für euer Mitmachen aus so verschiedenen Teilen Europas und hoffe, das waren Anregungen für euch dabei. Ich bitte dann Toni noch um das Bild. Manche schaffen das mit einem Screenshot, manche können jetzt ein Foto machen. Wir sind da alle drauf. Ich danke an dieser Stelle auch, die Kerstin hat sehr geholfen, dass wir eine schöne Einladung machen konnten. Diese Blume hat uns begleitet von Anfang bis zum Ende. Ich danke ganz herzlich dem Toni Cook und Lili Gundacker, die nach einer Operation jetzt doch die Kraft gefunden hat, zu helfen für die technische Unterstützung, weil da ist immer auch ein Stück Schweiß und viel Nerven dahinter. Herzlich Dankeschön. Und ja, ich wünsche eine gemeinsame, im Geiste verbundene, schöne Vorweihnachtszeit. Und wir freuen uns, wenn wir euch im neuen Jahr wieder kontaktieren dürfen. Unser Arbeitskreis geht weiter. Wenn jemand gerne mitmachen möchte oder einen Input geben möchte oder auch einen Vortrag anbieten kann, dann bitte lasst uns das wissen über die Kontaktperson, die euch am vertrautesten ist. Meine E-Mail-Adresse habt ihr zur Not alle, weil da sind ist der Link geschickt worden. Ja, herzlich ein Dankeschön von ganzem Herzen. Damit werden wir beenden den heutigen Abend. Ja. Ganz lieben Dank an alle Vortragenden. Sehr schön, sehr bewegend. Ich sehe ja auch liebe Rückmeldungen. Sehr herzlich danke für euer Mitmachen. Bitte, danke schön. Dankeschön. Tschüss, Papa. Baba. Adieu. War großartig. Schönen Abend noch. Danke. Auf bald wiedersehen. Tschüss. Schöne Vorweihnachtszeit. Tschüss. Dankeschön. Tschüss, Papa.